Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde 1954 Alcatraz. Ja, wir sind ja das letzte Mal hier stehen geblieben bei der Telefonzelle. Die sollten wir reparieren, beziehungsweise das Münztelefon. Und das machen wir mal, wobei, wartet. Ist ein bisschen hell das Licht von vorne. So ist in Ordnung, blendet das nicht so sehr. Und wir gucken uns nochmal an. Krieg eine Menge Störgeräusche, muss an den Kabeln liegen. Ich kann die Verbindung ohne weiteres verbessern. Und das kleine Ding hier wird dann nutzlos. Ich stecke es besser ein. Okay. Ich habe so viel ausgebaut, wie ich konnte, ohne es kaputt zu machen. Nicht solange ich überwacht werde. Die Drähte sind marode. Die müssen ersetzt werden. Die Kabel sind korrodiert. Die Drähte sind marode. Okay. Die müssen ersetzt werden. Haben wir Ersatzkabel dabei? Ja, haben wir ja, ne? Genau. Vorsicht, Joe. Kein guter Zeitpunkt, um den Löffel abzugeben. So, ich habe die zerfressenen Kabel ersetzt. Ich habe so viel ausgebaut, wie ich konnte, ohne es kaputt zu machen. Jetzt sorgen nur noch die Stromkabel für ein paar Interferenzen. Ich muss die Kabel irgendwie abschirmen. Das aktuelle Telefonbuch. Kann ich denn mit ihm reden hier? Ich brauche erst noch Ersatzteile. Auf keinen Fall! Du reparierst das jetzt! Aber es geht doch. Ich habe so viel aus... Die Münze behalte ich. Okay. Was ist das? Alufolie. Ich fange an, mich zu wiederholen. Mit dem Verteilerkasten ist alles. Okay. Okay, die Alufolie sollte die Kabel abschirmen. Ich bin fertig. Wenn Sie das Telefon umsonst benutzen wollen, folgen Sie dem Kabel. Und schließen Sie den Stromkreis mit einem Stück Metall. Ha! Das wird meine Frau sicher freuen. Versuch mal, uns Ferngespräche freizuschalten. Klar, kein Problem. Immer wieder gern, dafür bin ich da, um selber zu machen. Aber ja, er ist echt gut im Reparieren, ne? Er ist echt der König der Reparaturen. Was haben wir denn so? Wir haben Money, wir haben aber das eine Ding, das müssen wir hier wieder hinbringen, dann kriege ich eine Weste. Dann bin ich untouchable. Oder so. So. Hier. Dafür kriege ich eine richtig geile Weste. Das reicht für eine Weste. Ich mache mich an die Arbeit. Okay. Hier hast du deine Weste. Handgeschneidert. Steht dir. Das wird nichts. Okay. Aber jetzt können wir ja... Ich bin soweit. Vorwärts! Können wir uns ja fighten, denke ich mal. Der große Fight. Yeah! Okay. Auf geht's, ab geht's. Nein, die brauche ich für den Kampf gegen Gaspipe. Sind wir jetzt startklar für den Fight? Ich weiß, was du suchst. Aber du kriegst ihn nicht. Er gehört mir. Mein Schatz. Er schlägt mich mit einem Wagenheber? Oh, bist flink, Junge. Aber irgendwann erwische ich dich. Genug geredet. Schlitz. Ich komme hier ohne dich raus. Jetzt komm schon, fall um. Bam. Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Okay.
Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Kein Simultan, nee. Ein paar mehr und er ist hin. Er sieht übel aus. Ja, ich tut so. Oh, fuck. Shit, sein Kopf wird erst ein paar besser täuschen und dann... Du hast mein Leben ruiniert. Du kannst mich nicht besiegen. Bam. Fast geschafft. Bam. Okay, bringt die beiden auf die Krankenstation. Oh, jetzt kommen wir auf die Krankenstation. Das ist natürlich super nice. Da müssen wir hin. Warum bringt ihr euch nicht einfach um? Dann könnte ich jetzt nach Hause gehen. Mir ist egal, ob du stirbst. Es ist Ihr Job. Haben Sie kein Eid abgelegt? Haben Sie kein Eid abgelegt? Ah, die meisten von euch haben eh den Stuhl verdient. Warum bist du auf der Insel? Bewaffneter Überfall. Versuch's nochmal mit der Wahrheit. Dafür landet man hier nicht. Anschließend bin ich aus Leavenworth ausgebrochen. Mehrfach. Ich wollte nach Hause zu meiner Frau. Irgendjemanden umgebracht? Nein. Nein. Es gibt einen Drogenring auf der Insel. Ich habe Feinde da draußen. Hier bin ich sicher und kann mich in Ruhe erholen. Es gibt einen Drogenring auf der Insel. Ich kann helfen, ihn zu sprengen. Die Medikamente würden nicht mehr verschwinden und die Zahl der Junkies würde zurückgehen. Weniger von euch Simulanten, weniger Ärger. Okay. Ich habe Feinde da draußen. Hier bin ich sicher und kann mich in Ruhe erholen. Wie tragisch. Ich fange gleich an zu heulen. So, muss los. Die letzte Fähre geht gleich. Wir haben uns nichts zu sagen. Vergeude nicht meine Zeit. Bringt ihn in einen der Stationsräume. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ein altes Waschbecken. Hier verfällt alles. Ich sollte mich an kaltes Wasser gewöhnen. Okay. Das Bett anstarren nützt auch nichts. Ich muss in Bewegung bleiben. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Haben wir denn etwas? Zeitverschwendung. Es bewegt sich kein Stück. Das Schloss? Ein primitives, altes Schloss. Vermutlich noch aus der Zeit, als die Army hier stationiert war. Ich brauche das passende Werkzeug. Geht das hier vielleicht, der Klingelgriff? So verzweifelt bin ich nicht. Okay. Der Schraubenschlüssel. Das wird nichts. Dunkel. Shit! Zeitverschwendung. Hab ich jetzt... Nee. Billige Niedrigwattbirne. Glaube ich nicht. Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Ja, ich wollte schon sagen. Das hier vielleicht. So verzweifelt bin ich nicht. Zeitverschwendung. Waschbecken, das Spiel kommt nicht. Das Fenster, das Bett geht... Da oben ist ein Haken. Hier oben, aber... Bringt uns ja auch nichts.
Können wir vielleicht. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Muss nicht sein. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Okay. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht ja, weiter. Ja, ich wollte die auch nicht benutzen. Tut mir leid. Die Münze behalte ich. Die Münze behalte ich. Hm. So verzweifelt bin ich nicht. Das führt ich aber. Nicht. Deswegen probiere ich alles durch, Mensch. Ehring? Den würde ich nur abnehmen, wenn ich in echten Schwierigkeiten wäre. Ich fange an, mich zu wiederholen. Ja, okay. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Ja, wie machen wir das denn? Kann ich das aufschneiden vielleicht? Muss nicht sein. Okay. Das braucht kein Ei. Das führt zu nichts. Das wird nichts. Hm. Wir haben ja das Ding, aber ich muss ja erstmal in eine andere Zelle rein. So komme ich auch nicht an Birdmans Buch ran. Was haben wir hier noch? Was ist das denn? Da kann ich auch irgendwas. Ach, Fensterbank. Ah, okay. Der Nagel hier ist lose. Ein verbogener Nagel. Die Wand konnte man, glaube ich, eben gerade auch noch aktivieren, oder? Oder das hier? Panikknopf, okay. Ein Alarmknopf für den Doc. Er ruft die Wachen her. Wäre, glaube ich, nicht so gut, den zu drücken, oder? Kommen wir damit hier raus? Na, sehr gut. Oh, pscht, Mann, nicht so laut. Mann, Mann, Mann. Was für ein Tritt in die Eier. Hast du gelesen, was sie ihm geschrieben hat? Der Müll? Sobald ich meinen Dummy baue, könnten die echt nützlich werden. Sobald ich meinen... Okay. Sobald ich... Okay. Abgeschlossen. Okay. Behandlungsraum? Da könnte vielleicht was Gutes drin sein. Huch, Spiel? Oh. Ich hab ja immer Panik, dass es irgendwie freeze oder so. Oh. Lasst uns schlafen. Sieht aus, als wird der Doc ein Nickerchen machen. Passt ganz gut. Durchaus, ja. Ich brauche keinen Papierkram. Hank stirbt an Tuberkulose. Okay. Eine direkte Verbindung zur Telefonzentrale von Alcatraz. Ans Festland kommt man damit nicht. Kann ich die benutzen? Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Ah, okay. Wieder ein Waschbecken, was ich anklicken kann. Warum kann ich die Waschbecken anklicken? Ein Waschbecken. Da ist schon eine Menge Blut reingelaufen. Ich bin schon sauber. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Okay. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Was ist denn? Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Ich soll ihn wecken? Nein. Nee, soll doch nicht. Ein blutiger Eimer. Den geht wohl das Geld aus. Christine lacht sich weg, wenn sie das hört. Aber schon mal Klamotten, das ist ja schon mal nicht schlecht. Brauche ich jetzt vielleicht Müll für den Dummy? Wenn sie endlich aufhören würde zu telefonieren. Sobald ich meinen Dummy... Lager... Nee, Lagerraum will ich erst. Hm, könnte nützlich werden. Durchaus. Kann man Molotow vielleicht mitbauen. Guter Fund. Frag mich, wo der das alles hinsteckt, aber gut. Ah, noch mehr Seil. Vielleicht später.
Solche Kurven sind hier bares Geld. Okay, dann haben wir jetzt 7,50 Meter. Zusammen. Die Stromversorgung für den Operationssaal. Können wir irgendwas mitnehmen? Es ist zugeschweißt. Ich werde es nie aufbekommen. Okay. Interessant. Der letzte Techniker hat eine TK-337 hier gelassen. Das läuft auch mit Telefon. Aber wem sage ich das? Mir. Nichts, was ich brauchen könnte. Okay. Das Ding ist nicht mehr am Netz. Hatte schon vor Ewigkeiten Kurzschluss. Ein alter Lichtschalter. Ja, okay. Eine Liste der Sicherungen und den dazugehörigen Schaltkreisen. Ich sollte sie hier lassen. Ich weiß ja jetzt, wo ich sie finden kann. Kann ich damit hier was machen? Nichts, was ich brauchen könnte. Okay. Ein kleines, zerbrochenes Fenster. Sie sind alle gesichert. Da kommt keiner raus. Okay, dann vielleicht können wir da eine Glasscheibe mitnehmen für die Waffe, um die wieder zu reparieren. Der Typ kommt einfach so aus dem Nichts. Abgeschlossen. Warum hängt das dann immer? Das ist ein bisschen verwirrend und irritierend. Hanks Fenster. Ich hoffe, das Fenster wurde inzwischen nicht repariert. Wenn du hier reinkommst, bringe ich dich um. Du kannst es ja versuchen. Ich will ausbrechen und muss dafür durch dein Fenster. Vergiss es. Das war keine Bitte um Erlaubnis. Du könntest mich vielleicht umbringen, aber das wird dich ein Auge kosten. Ich bringe dich um und werde dabei ein Lied pfeifen. Hab keinen Grund, dich umzulegen. Wie wär's mit dem Deal? Bringe mir einen Tribut. Dann zeig ich dir, was du suchst. Gar kein Problem, Kollege. So komme ich auch nicht an Birdmans Buch ran. Ach, ich muss das Buch erstmal holen. Ah, okay. Ich habe seine Post gelesen. Ja, von diesem Kerl da. Komm ich vielleicht mit dem Nagel? Auch daran? Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter. Okay. Vielleicht komme ich im Krankenzimmer. Ich muss halt noch irgendwas haben für den Dummy. Lasst uns schlafen. Ja, ja, Ruhe da. Oh, da ist der Wagenheber. Aber wenn ich den rausnehme, fällt das Ding runter, oder? Ich brauche erst noch eine Ersatzstütze. Das ist perfekt, um die Gitter zu verbiegen. Das wird nicht klappen. Okay. Kann man denn noch so machen? Ja, der Stuhl. Beeindruckende Lampe. Kann ich die auch anmachen? Das gäbe nur Ärger, wenn ich sie da runterhole. Ja, durchaus. Aber mit dem Stuhl können wir das ja unter Fest machen. Den kann man ja bestimmt auch hochfahren, könnte oder? Nützlich werden. Mit dem Wagenheber austauschen. Wer es raus hat, hat's raus. Wunderbar. Wunderbar. Kann man damit das sauber machen? Ich muss vorsichtig sein mit der Säure. Das kriege ich nicht zusammen. Vielleicht im Waschbecken. Das wird nicht klappen. Gefährliche Mischung. Jetzt habe ich eine Rauchbombe. Okay. Blutiges Hemd. Das ist auf jeden Fall das, dass wir genug Nebel haben. Ein Griff. Genau. Jetzt funktioniert der Wagenheber wieder. Aber... Das bildet kein gutes Paar. Eine Telefonverbindung. Vielleicht können wir das ja jetzt mit den...
Mit den Mülldingern. Ich habe seine Post gelesen. Nein. Ja, von diesem Kerl da. Nein. Sobald ich meine... So, das Ding... Könnte als Dummy halten. Aber so richtig überzeugend ist er noch nicht. Ja, deswegen brauchen wir auch den Müll jetzt. Seine Frau will dich... Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Kann ich den jetzt mitnehmen? Sobald ich mal... Sobald... Brauchen halt noch irgendwas, um den Dummy vervollständigen. Wir brauchen irgendwie so einen Kopf oder sowas bestimmt auch noch. Kommen wir hier noch irgendwas? Kabel. Oh, okay, die habe ich nicht gesehen. Wenn ich den Strom abstelle, errege ich nur unnötig Aufmerksamkeit. Unter anderen Umständen wäre das vielleicht ein schlauer Schachzug gewesen. Aber den Plan ändern ist jetzt nicht mehr. Gut. Stromkabel. Sicherungen und Ersatz. Nichts, was ich brauchen könnte. Dann, ja, wo gehen wir hin? Ich hab seine Post. Gehen wir nochmal hier hin und drücken hier auch nochmal Leertaste. Ja, von diesem Kerl da. Könnte vielleicht hilfreich sein. Lasst uns schlafen. Ja, ja. Telefon. Wobei wir könnten das damit machen, dass wir vielleicht das nicht mehr telefonieren kann. Nichts. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Aber warum kann man es denn anklicken? Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter. Okay. Kanada. Huch, hallo? Oh. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Kann ich hier was abschrauben? Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Okay. Aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Ja, und da oben bringt ja auch nichts abzuschrauben, oder? Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Und das gäbe nur Ärger, wenn ich sie da runterhole. Nichts, was ich brauchen könnte. Das wird nichts. Das führt zu nichts. Das bildet kein gutes Paar. Das wird nichts. Kann ich das mit das vielleicht zusammen machen? Sie passen perfekt zusammen. Ich habe mir ein Störgerät gebastelt. Ah, und das können wir jetzt bestimmt da. Das funktioniert nur mit Telefonleitungen. Ah. Aber wir haben noch das Stromkabel. Und auch einen Kasten. Vielleicht können wir das da ja dran machen. So. Ich könnte auch mal so ein Flittchen. Das funktioniert nur mit Telefonleitungen. Das funktioniert nur mit Telefonleitungen. Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Okay. Okay, können wir sonst irgendwas? Das passt nicht zusammen. Das kriege ich nicht zusammen. Okay. Das führt zu nichts. Das passt nicht zusammen. Ich habe ursprünglich eigentlich gedacht, dass ich das Ding damit sauber kriege. Hier können wir auch nicht hin. Gehen wir nochmal in die Zelle. Weil da können wir dann bestimmt mit dem kalten Wascher das Hemd waschen. So. Ich fange an, mich zu wiederholen. Okay. Könnte als Dummy halten. Aber so richtig überzeugend ist er noch nicht. Ja, aber was brauchen wir denn noch dafür? Der Lizard sagt... Das ist jetzt die Frage der Fragen. Doch keiner kann sagen, bis auf die nächste Folge sagt es vielleicht. Da werden wir vielleicht herausfinden, wie wir weiterkommen, wie wir den Dummy bauen können.
Und wir werden uns noch ein bisschen umgucken. Dann auch ein bisschen mit Leertas wieder gucken, weil, wie gesagt, das ist einfach nur ein bisschen Zeitersparnis. Werden wir nochmal bei anderen Typen im Ding nochmal rumgucken. Und vielleicht gucken, ob wir irgendwie rauskommen. Was aber komisch wäre, wenn wir rauskommen könnten. Weil da sind ja die Wachen. Wir brauchen ja irgendwie das Buch auch. Ich bin gespannt, wie wir weiterkommen. Aber das werden wir erst im nächsten Part sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung über Kommentar freuen. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.